Jetzt aber freue ich mich, dass wir einen dieser Menschen erleben dürfen, die von sich selbst sagen, dass ihnen täglich die Mutter Gottes erscheint. Der liebe Ivan ist gekommen, uns zu besuchen in München, das erste Mal, dass er hier spricht. Und wir freuen uns ganz besonders, lieber Ivan, dass du heute zu uns gekommen bist. Herzlich willkommen. Gelobt seien Jesus und Maria. Fangen wir mit dem Gebet an. Im Namen des Vaters, Sina, Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svagdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sveta Marija, Maria, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaš na početku, tako i sada i vas, i vijeke vijekova. Kraljice mira i pomirenja, moli za nas. Königin des Friedens, bitte für uns. Izvolite sjesti. Bitte setzen Sie sich. Dragi svećenici, liebe Priester, dragi prijatelji u Kristu, liebe Freunde in Christus, na početku ovoga susreta ja bih želio od srca sve vas pozdraviti. Am Anfang dieser Begegnung möchte ich euch vom ganzen Herzen alle begrüßen. U istinu, radostan sam i sretan sam što mogu danas biti ovdje zajedno s vama. Ich bin wirklich sehr froh und glücklich, dass ich heute mit euch hier zusammen sein kann. Da zajedno ovdje s vama mogu podijeliti tu dobru i radosnu vijest na koju nas majka zove kroz ove godine. Dass ich heute mit euch zusammen diese frohe Botschaft mit euch teilen kann, über die uns die Mutter Gottes aufruft. Über all diese Jahre. Majka dolazi k nama. Die Mutter kommt zu uns. Dolazi kao majka nade. Sie kommt als Mutter der Hoffnung. Želi ovaj današnji umorni svijet. Sie möchte diese müde Welt. Donijeti nadu. Sie möchte ihr Hoffnung bringen. Jer ovaj današnji svijet ostao bez nade. Weil diese Welt ist heute ohne Hoffnung. Isus kaže u Evanđelju. Jesus sagt im Evangelium, dođite se meni umorni opterećeni. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ja ću vas odmoriti. Ich werde euch erquicken. Ja ću vam dati snagu. Ich gebe euch Kraft. U istinu, in Wahrheit, došli smo ovdje na izvor. Wir sind hier gekommen zur Quelle. Došli smo ovdje u susret sa Isusom. Wir sind gekommen, uns mit Jesus zu begegnen, ihn zu treffen. Došli smo ovdje na svetu misu kao centar našeg života. Wir sind gekommen zur heiligen Messe als zum Mittelpunkt unseres Lebens, zum Zentrum unseres Lebens. Na jednom ukazanju Gospa nama kaže. Bei einer Erscheinung sagt die Gospa, die Mutter Gottes zu uns. Kaže, draga djeco, kada bi se vi sutra odlučivali. Liebe Kinder, wenn ihr morgen entscheiden könntet, zu mir zu kommen, mit mir euch zu treffen, mit mir euch zu begegnen oder zur Heiligen Messe zu gehen, nein, liebe Kinder, kommt nicht zu mir.
Idete na svetu misu. Geht zur heiligen Messe. Jer ići na svetu misu znači ići u susret Isus kojem se daruje svetoj misi. Zur heiligen Messe zu gehen bedeutet, dem Jesus in Begegnung gehen, zur Messe, wo er sich gibt, wo er sich schenkt in der Messe uns, wo er sich uns schenkt bei der Messe. Ihm sich öffnen, ihm sich übergeben, ihn annehmen. Wir sind hierher gekommen heute. Wir sind zur Mutter gekommen. Da se njoj majici bacimo u krilo. Dass wir uns ihr in den Schoß werfen. Da kod nje nađemo sigurnost i zaštitu. Dass wir bei ihr Sicherheit und Schutz finden. Došli smo k njoj. Wir sind zu ihr gekommen. Da je predamo naše potrebe, naše želje, naše probleme. Dass wir ihr unsere Wünsche, unsere Probleme, dass ihr wir alles übergeben. Da je predamo naše bolesti. Unsere Krankheiten, dass wir ihr übergeben. Došli smo k njoj. Wir sind zu ihr gekommen, da joj kažemo, dass wir ihr sagen, Majko, moli za nas. Mutter, bitte für uns. Moli za nas i zagovaraj ko svoga sina za sve nas. Bitte für uns bei deinem Sohn und fürspreche für uns bei deinem Sohn. Majka, moli za nas. Die Mutter bittet für uns. Majka nas sve nosi u svome srcu. Die Mutter trägt uns alle in ihrem Herzen. Ona nas je stavila u svoje srce. Sie hat uns in ihr Herz getan. Kaže jednoj poruci tako lijepo. Sie sagt so wundervoll, so schön in einer Botschaft. Kaže, draga djeco, kada biste znali koliko vas ljubim i volim, mogli biste plakati od radosti. Liebe Kinder, wenn ihr wüsstet, wie sehr ich euch liebe, ihr würdet vor Freude weinen. Tolika je ljubav majke. So groß ist die Liebe der Mutter. Evo, skoro će 30 godina. Es sind jetzt bald 30 Jahre. 30 godina milosti. 30 Jahre Gnade. 30 godina od kada je Gospa pokucala na vrata moga srca. 30 Jahre seit die Mutter an die Tür meines Herzens geklopft hat. Izabrala me da bude njezin instrument, instrument u njeznim i Božim rukama. Sie hat mich auserwählt, dass ich ein Instrument in ihren Händen bin, ein Instrument in ihren und in Gottes Händen. Ja znam, da ste mnogi od vas ovdje bili u Međugorju, kao što sam već vidio podizanje vaših ruku. Ich weiß, dass viele von euch in Međugorje waren, wie ich auch gesehen habe, am Heben eurer Hände. Kad sam vidio vaše ruke, pomislio sam, ja ne znam što sam ja došao ovdje. Wo ich eure Hände gesehen habe, wie viele oben sind, habe ich mich gefragt, wieso bin ich denn überhaupt hierher gekommen? Ali za vas ovdje koji ste prvi put. Aber für euch, die ihr hier zum ersten Mal seid. Ja vam želio malo opisati, malo vas uvesti u početak sami ukazanja. Euch würde ich gerne beschreiben, einführen in den Anfang der Erscheinungen. Malo vam približiti početak za vas ovdje koji ste prvi put. Ein bisschen die Ereignisse näher bringen, die ihr heute zum ersten Mal hier seid. 1981. Godine, 1981. Ja sam tada bio dijete. Ich war damals ein Kind. Imao sam 16 godina. Ich war 16 Jahre alt. Do svoje 16. Godine bio sam jako poučen, jako zatvoren samoga sebe. Ich war bis zu meinem 16. Lebensjahr sehr zurückgezogen, sehr in mich hineingezogen. Also ich habe, ja, sehr zurückhaltend. Bio sam jako bezan za roditelje. Sehr gebunden an die Eltern. U tom vremenu 81. Godine, in dieser Zeit 1981, bilo je vrijeme komunizma. War die Zeit des Kommunismus. Nije bilo slobode. Es gab keine Freiheit. Slobode govora. Freiheit des Redens. Slobode ispredanja vjere. Keine Freiheit des Glaubens, Religionsfreiheit gab es nicht. Život je bio težak. Das Leben war schwer. Ja i moji roditelji. Ich und meine Eltern. Svaki smo dan radili na polju teško. Wir haben jeden Tag hart auf dem Feld gearbeitet. Duhan, losi. Weinberge, Tabakanpflanzung. Bio sam najstariji od djece u obitelji, uvijek sam morao biti prvi, ići sa roditeljima ujutro rano, ustavati, ići brati duhan. Ich war der älteste von drei
Kindern und ich war halt auch immer als Erster dran, musste als Erster aufstehen, musste morgens früh aufstehen mit den Eltern und den Tabak pflücken. Und so jeden Tag. Und zur selben Zeit natürlich auch in die Schule gehen. Aber jeden Tag mit dieser schweren Arbeit. Ich habe jeden Tag die Eltern gefragt, kommt irgendwann ein Feiertag oder ein heiliger Tag, dass ich ein bisschen zur Ruhe komme, dass ich mit meinen Freunden Fußball spielen kann. Und dieser Tag ist gekommen. Der 24.06. 1981. Es war ein Mittwoch. Und es war der Feiertag von Johannes dem Täufer. Diesen Morgen, so wie jeden Feiertag, durften wir ein bisschen länger schlafen. Uvijek poslije teškoga polja, u tjednu rada na polju, roditelji nam davali nedjelju na blagdan da malo dulje spava. Sonntags und an Feiertagen haben die Eltern uns ein bisschen länger schlafen gelassen, gerade wegen dieser harten Arbeit am Feld, auf dem Feld. Ali ne toliko dugo da ne bi išli na misu toga jutra. Nicht so lange, dass wir nicht zur Messe gehen konnten. Sjećam se dobro. Ich kann mich gut erinnern. Toga jutra moja majka dolazi u moju sobu 5-6 puta. Diesen Morgen kam meine Mutter 5-6 Mal in mein Zimmer herein. Bude me da moram ustati. Weckt mich, dass ich aufstehen muss. Da moram što prije se spremiti, dass ich mich so schnell wie möglich fertig machen soll. Da već kasnimo. Wir sind schon spät dran. Znamo kako su majke. Wir wissen, wie Mütter sind. Nije bilo puno razmišljanja. Es gab nicht viel zu überlegen. Prvo sam ustao, spremio se. Schnell aufgestanden, schnell fertig gemacht. Probudio dvojicu mlađe braće. Hab die zwei jüngeren Brüder geweckt. I preko polja zajedno s majkom i ocem u crkvu. Und dann über die Felder mit Vater und Mutter und den Brüdern in die Kirche. Ich war diesen Tag um 11 Uhr morgens bei der Heiligen Messe. Ich war mit dem Körper anwesend. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich mit meiner Seele und meinem Herz anwesend war. Ich habe nur gewartet, dass die Heilige Messe so schnell wie möglich vorbei ist. Ich komme nach Hause. Običaj moje majke bio uvijek da pita jedno od nas braće jedno pitanje. Die Mutter hat ein Ritual gehabt. Jedes Mal nach der Messe hat sie eine Frage nach der Heiligen Messe gestellt. I baš je mene pitala. Und gerade mich hat sie gefragt. Pitala me, Ivane, po kome je bilo evanđelje danas? Ivan, nach welchem Evangelium, welches Evangelium war in der Kirche? Welcher Evangelist hat es geschrieben? Ich habe es nicht gewusst. Danach bin ich natürlich da geblieben, habe Mittag gegessen. Und am Ende von diesem Mittagessen kommen meine Freunde und rufen mich, also Freunde aus dem Dorf, und rufen mich auf, komm, gehen wir Fußball spielen. Und etwa 3 Stunden nach dem Podne na jednu livadu blizu moje kuće igrali smo nogomet. So gegen 3 Uhr nachmittags sind wir auf so ein Feld gegangen und haben Fußball gespielt in der Nähe von meinem Haus. I negdje oko 5 sati svi umori polako su se vraćali prema našim kućama. So gegen 17 Uhr waren wir alle ermüdet, müde und sind zurückgelaufen nach Hause. Idući prema našim kućama, laufen zu unseren Häusern, susrećemo 3 djevojke. Treffen wir 3 Mädchen. Das waren Ivanka, Mirjana und Vicka. Es waren Ivanka, Mirjana und Vicka. Jednu od te 3 djevojke sam dobro poznavao. Eine dieser 3 Mädchen habe ich sehr gut gekannt. Vicku, istu školu kao ja. Die Vicka ist in dieselbe Schule wie ich gegangen. Druge 2 djevojke nisam dobro poznavao. Die anderen 2 Mädchen habe ich nicht so gut gekannt. Jer nisu živjela u Međugorje. Weil sie haben nicht in Međugorje gelebt. Mirjana je živjela u Sarajevu. Mirjana hat in Sarajevo gelebt. Ivanka je živjela u Mostaru. Ivanka in Mostar. Samo su preko ljeta dolazili kod bake i djedova u Međugorje, kad je bilo raspust, ferije školsko. Sie sind nur über Sommer nach Međugorje gekommen, zu ihren Großeltern, wegen den Ferien, wegen
Ferienzeit und deswegen waren sie in Međugorje. I nikad moji prijatelji koji su bili s menom, und diese Freunde, die mit mir waren, pitaju te tri djevojke, kuda idu, što rade? Fragen diese drei Mädchen, wohin geht ihr, was macht ihr? Oni su rekli da idu šetat, da idu tražiti roditelje ovce. Sie haben gesagt, sie gehen spazieren und sie suchen die Schafe der Eltern. Ja nisam ništa pitao. Ich habe sie nichts gefragt. Puno vremenu, kao što sam već rekao, bio sam jako postidan. Sad djevojka nisam puno razgovarao. Also damals, wie gesagt, ich war sehr schüchtern und sehr in mich hineingezogen. Ich habe mit Mädchen nicht so viel geredet. Samo sam čekao da ovi moji prijatelji završe s njima razgovor. Ich habe nur gewartet, dass meine Freunde dieses Gespräch mit diesen Mädchen beenden. Kad su oni završili razgovor, mi smo dalje pošli prema našim kućama. Wo das Gespräch vorbei war, sind wir weiter nach Hause gelaufen. Najveći dio mojih prijatelja odlazi u selo. Der größte Teil meiner Freunde geht ins Dorf. A pošto je moja kuća malo udaljena iz samoga sela prema polju. Mein Haus ist ein bisschen entfernt vom Dorf Richtung den Feldern. Jedan prijatelj, isto mi bilo ime Ivan, ide s menom da se na brzinu presvučem. Ein Freund geht mit mir zu mir nach Hause, dass ich mich kurz umziehe. I bio je plan da se vratimo opet kod njega, da te večer zajedno kod njega gledamo košarku na televiziji. Der Plan war, dass wir zu ihm nach Hause gehen und Basketball anschauen. Das war der Plan an diesem Abend. Ono vreme 81. godine u našem selu možda je bilo 5-6 obitelji koje su imale televiziju u boji. Damals 1981 in unserem Dorf gab es vielleicht 5-6 Familien, die einen Fernseher in Farbe gehabt haben. Tako su uvijek smo se skupili u jednoj obitelji, gledali smo košarku, nogomet. So haben wir uns immer in einer, bei einer Familie getroffen und haben Fußball oder Basketball angeschaut. Tako i te večer. So auch diesen Abend. Gledali smo prvo polovreme te utakmice. Wir haben die erste Halbzeit dieses Spiels angeschaut. I na polovremenu ja kažem ovom prijatelju, ajmo na brzinu. Aj pođi s menom na brzinu, uzme nešto jesti i da se kasnije vratimo u drugo polovrijeme. Zur Halbzeit sage ich zu ihm, komm, geh mal kurz zu mir nach Hause, ich hol mir was zum Essen und dann kommen wir zurück zur zweiten Halbzeit. Došao sam kući, nešto sam na brzinu uzeo jesti. Ich bin nach Hause gekommen, hab schnell was zum Essen genommen. I polako hodamo prema njegove kući na drugo polovrijeme. Und langsam laufen wir zu seinem Haus zur zweiten Halbzeit. Pošli smo na drugo polovrijeme, ali nismo došli. Wir sind losgelaufen zur zweiten Halbzeit, sind aber nicht gekommen, angekommen. Und heute noch nicht haben wir die zweite Halbzeit angeschaut. Da ist was anderes passiert. Laufend von meinem Haus aus, diesen engen Weges, čujemo glas iz daleka. Hören wir eine Stimme vom Weiten. Netko nas zove. Jemand ruft uns. Ivane. Ivan. Ivan. Dođite gospa, gospa na brdu. Kommt, Ivan, kommt. Die gospa ist auf dem Berg, die Mutter Gottes. Ja nikoga nisam vidio ispred sebe, oko sebe. Ich habe niemand vor mir gesehen, um mich herum habe ich niemand gesehen. Put koji smo hodali vrlo je bio uzak, zarastao žmunjem, zelenilom. Der Weg, den wir gelaufen sind, war sehr eng, war zugewachsen mit allem Möglichen. Pošto nikoga nismo vidjeli, išli smo dalje i dalje. Wir haben aber niemand gesehen und wir sind weiter und weiter gelaufen. Međutim, idući dalje i dalje, taj glas sve bliže i jače čujem. Umso weiter wir gelaufen sind, umso stärker haben wir diese Stimme gehört. U jednom momentu, in einem Moment, čujemo glas toliko blizu, hören wir eine Stimme so nah, i okrićem se iza sebe, und drehe mich um, i vidim jednu od one tri djevojke koje smo prije susreli. Und sehe eine dieser drei Mädchen, die wir vorhin getroffen hatten. Imeno Vicka. Mit dem Namen Vicka. Trče prema nama dvojici. Rennt uns entgegen. Bosa. Barfuß. Sa se trese u straha. Zittert vor Angst. I zove nas. Und ruft uns. Pođite s menom, pođite s menom. Kommt, gospa na brdu. Kommt mit mir mit, kommt mit mir mit. Die gospa ist auf dem Berg. Ja sam bio zbunjen, nisam znao o čemu govori. Ich war sehr irritiert, ich wusste nicht, von was sie spricht. Okrenio se svom prijatelju koji je bio s menom. Ich habe mich zu meinem Freund gedreht, der mit mir war. Rekao sam, o čemu ona govori, pusti na luda, kakva gospa. Von was redet sie, sie ist verrückt, was für eine gospa. Međutim, ona je toliko bila uporna, zvala nas je da pođemo s njom. Aber sie war so eifrig, sie hat uns gerufen, dass wir mit ihr losgehen. Ja kažem ovom prijatelju. Ich sag zu meinem Freund. To nije Vicka koju ja poznajem, nešto se čudno događa s njom. Das ist nicht die Vicka, die ich kenne. Irgendwas komisches passiert mit ihr. Pođemo s njom.
laufen wir mit ihr zusammen los. Ходили смо сину до того міста. Wir sind mit ihr bis zu dieser Stelle gelaufen. Kas smo došli do toga mjesta. Als wir zu dieser Stelle gekommen sind. Vidimo druge dvije djevojke. Sehen wir die anderen zwei Mädchen. Okrenute prema brdu. Gedreht zum Berg. Plaču. Weinen. Raširene ruke. Haben ihre Hände auseinander und schauen zum Berg. U tome trenutku kas smo mi došli do njih. In diesem Moment, wo wir zu ihnen gekommen sind. Ova djevojka Vicka se okreće prema brdu. Die Witzka dreht sich zum Berg und zeigt, schaut hoch. Ich habe dreimal hochgeschaut, habe ein sehr schönes Gesicht der Gospa gesehen. Wo ich das gesehen habe, bin ich sofort geflüchtet, sofort nach Hause gerannt. Moj pogled nije više trajao od 5 do 10 sekundi. Mein Blick hat allerhöchstens 5 bis 10 Sekunden gedauert. Odmah sam pobjegao kući, mislim da me niko ne mogu da stigne. Ich glaube, also ich bin gleich nach Hause gerannt, ich glaube, niemand hätte mich einholen können. Kad sam došao kući. Wo ich nach Hause gekommen bin. Nisam nikome ništa govorio. Ich habe niemand was gesagt. Mojim roditeljima. Meinen Eltern. Zatvorio sam se u sobu. Ich habe mich in mein Zimmer verschlossen. Vjerujte mi da sam imao 100 ključeva i brava na vratima, ja bih te noći stavio na svoje vrata. Glaubt mir, hätte ich 100 Schlüssel und Schlösser gehabt, ich hätte sie alle an meine Tür getan. Noć tolikoga straha. Die Nacht mit so viel Angst. Noć toliko pitanja koje su te noći prolazile kroz moju glavu. Die Nacht mit so vielen Fragen, die durch meinen Kopf gegangen sind. Pitanja. Fragen. Je li to moguće? Ist es möglich? Kako je to moguće? Wie ist es möglich? Zar je to bila baš Gospa? War es die Mutter Gottes? Ja sam vidio, ali opet nisam bio siguran. Ich habe sie gesehen, aber ich war nicht sicher. Vjerujte mi, do svoje 16. godine. Glaubt mir, bis zu meinem 16. Lebensjahr. Nikad nisam mogao sanjati o tome. Ich hätte niemals davon träumen können. Nikada mi roditelji nisu govorili o kazanju. Meine Eltern haben mir nie von Erscheinungen erzählt. Nikada nisam nikome nikakvu posebnu pobožnost prema Gospi. Ich habe keine bestimmte oder besondere Frömmigkeit gegenüber der Gospa gehabt. Nikad nisam ni čitao o tome. Ich habe nie davon gelesen. Bio sam praktičar vjernik. Ich war ein praktischer Gläubiger. Išao u crkvu. Ich bin in die Kirche gegangen. Ich habe mit meinen Eltern gebetet. Ich bin mit dem Glauben aufgewachsen. In diesen Jahren nicht besser als die anderen und nicht schlechter als die anderen. Aber diese Nacht war eine Nacht der Erwartungen für mich. Was wird passieren? Znate čega mi najviše bilo strah te noći? Wisst ihr, vor was ich am allermeisten Angst hatte in dieser Nacht? Najviše mi bilo strah te noći. Am allermeisten habe ich Angst gehabt in dieser Nacht. Što ako večeras Gospa dođe u moju sobu, po kuda ću ja pobići, kamo ću pobići? Was passiert, wenn die Mutter Gottes heute Nacht in mein Zimmer kommt? Wo soll ich hinflüchten? Wie soll ich verschwinden? Was soll ich machen? Samo sam čekao da što prejutro dođe. Ich habe nur gehofft und gewartet, dass der Morgen so schnell wie möglich kommt. Ali ta noć bila je jako duga za mene. Aber diese Nacht, die war sehr lange für mich. Napokon dolazi jutro. Dann kam der Morgen. Moji roditelji odmah čekaju za vrata moje sobe, jer su čuli u selu da sam ja bio tu. Meine Eltern, die haben schon hinter der Tür gewartet, weil sie haben im Dorf gehört, dass ich auch mit dabei war. Vi znate kakvi su roditelji. Ihr wisst, wie Eltern sind. Odmah su počeli govoriti. Sie haben sofort angefangen. Pasite, što govorite. Passt auf, was ihr sagt. Pa nemojte si igrati s tim. Spielt nicht mit sowas. Ono vrijeme komunizma. In dieser Zeit des Kommunismus. Nije se smjelo govoriti o tome. Man durfte nicht darüber sprechen. Roditelji su počeli govoriti, majka govori, ako budeš govoriti, ćeš ih te u zatvor. Wenn du darüber redest, hat meine Mutter gesagt, du kommst ins Gefängnis. Ja sam mojim roditeljima rekao ono što sam vidio. Ich habe meinen Eltern gesagt, das, was ich gesehen habe. Ali toga drugog dana jako puno ljudi počelo doći sa svih strana. Aber schon am zweiten Tag kamen auf einmal Leute von überall her. Bili su s nama cijeli dan. Die waren den ganzen Tag mit uns. Zaštitili su nas od policije. Haben uns vor der Polizei geschützt, vor der Macht, vor der Regierung. Jer druge zaštite nismo imali. Weil wir haben keinen anderen Schutz gehabt. I negdje oko 3 sata poslije podne. Irgendwann gegen 3 Uhr nachmittags. Ljudi koji su bili s nama cijeli dan. Die Leute, die mit uns den ganzen Tag
waren. Govorili su nama, ajde da mi s vama pođem na to mjesto gdje ste vi sinoć Gospo vidjeli. Komm, wir gehen mit euch dahin, wo ihr gestern Abend die Mutter Gottes gesehen habt. Možda je Gospa nešto ostal, neki znak. Vielleicht hat sie was hinterlassen, irgendein Zeichen. Spontano. Spontan. Zajedno hodamo na brdo, zajedno s ljudima. Wir laufen zusammen auf den Berg mit den Leuten. Und bevor wir zu dieser Stelle gekommen sind, bevor wir an dieser Stelle angekommen sind, vielleicht 20 Meter davor, die Mutter Gottes wartet schon auf uns. Sie hält den kleinen Jesus in ihren Händen. Sie schwebt auf einer Wolke. Und mit ihrer Hand winkt sie uns, wir sollen näher kommen. Ich werde diesen Tag nie in meinem Leben vergessen. In diesem Moment habe ich wieder gedacht, ich muss flüchten. Aber irgendetwas war stärker als ich. In diesem Moment waren meine Füße wie weg, wie abgesägt. Ich konnte nicht vor, nicht zurück. In einem Moment, nicht mit meiner Kraft, über diese Steine, über diese Gebüsche, als ob wir geflogen sind, geschwebt sind. Wir haben nichts gespürt. Kommen wir ihr näher. Wo wir näher zu ihr gekommen sind, die Mutter Gottes hält den kleinen Jesus in der linken Hand, mit ihrer rechten Hand tut ihre rechte Hand tut sie auf unsere Köpfe und fängt an, die ersten Worte zu sprechen, zu sagen im Kroatisch. Draga djeco, liebe Kinder, ja sam s vama, ich bin mit euch, ja sam vaša majka, ich bin eure Mutter, ne bojte se ničega, habt keine Angst, ja ću vas zaštititi. Ich werde euch schützen. Ja ću vam pomoći. Ich werde euch helfen. Ja ću vas voditi. Ich werde euch führen. Ne bojte se, draga djeco. Habt keine Angst, meine lieben Kinder. Ali jako teško je bilo doći sebi, teško je se bilo smiriti. Es war sehr schwer, zu sich zu kommen. Es war sehr schwer, sich zu beruhigen. Uzbuđenje uistinu bilo vrhunac. Die Aufruhr in mir, die war richtig auf dem höchsten Punkt. Tada jedna od djevojaka, Vicka, einer dieser Mädchen, Vicka, koja je bila od nas najviše opuštenija, die von uns am allermeisten frei war, pita je, fragt sie, tko je ona, kako se ona zove? Wer ist sie? Wer bist du? Wie heißt du? Ona odgovara, und sie sagt, ja sam kraljica mira. Ich bin die Königin des Friedens. Dolazim, draga djeco, ich komme, meine lieben Kinder, jer me šalje moj sin da vam pomogne. Mein Sohn sendet mich, dass ich euch helfe. Meine lieben Kinder, mir. Frieden, mir. Frieden, mir. Frieden, mir neka bude. Frieden soll sein. Mir neka zavlada svijet. Frieden soll herrschen in der Welt. Liebe Kinder, mir mora zavlada između čovjeka i Boga. Frieden muss herrschen zwischen Mensch und Gott i između ljudi. Und zwischen den Menschen. Draga djeco, liebe Kinder, ovaj svijet i čovječanstvo se nalaze na velikoj opasnosti. Diese Welt und diese Menschheit befindet sich in einer großen Gefahr. I prijeti mu da sam sebe uništi. Und es droht die Menschheit sich selber zu vernichten. Ovo su bile prve riječi, prve poruke koje Gospa preko nas prenosi svijet. Das waren die ersten Worte, die ersten Botschaften, die die Mutter Gottes über uns der Welt überbringt. Taj drugi dan smo mi prepoznali u njoj majku. Diesen zweiten Tag haben wir in ihr die Mutter erkannt. Prvi put smo počeli s njom razgovarati. Das erste Mal haben wir mit ihr angefangen zu sprechen. Zato svake godine godišnjica ukazanja se slavi 25. ne 24. jer smo mi prvi put počeli razgovarati s njom 25. Deswegen wird
am 25.6. der Jahrestag von Medjugorje gefeiert, weil wir am 25. mit ihr zum ersten Mal gesprochen haben und nicht am 24. Dragi prijatelji, liebe Freunde, ovo su jedan kratki uvod za sve vas ovde koji ste prvi put. Das war nur eine kurze Einführung für euch alle hier, die ihr zum ersten Mal da seid. Sigurno se može govoriti jako puno i bilo bi potrebno puno vremena. Man kann sicherlich mehr darüber reden, aber es wäre auch sehr viel Zeit in Anspruch zu nehmen. Ja ne bih želio danas ovdje da vi mene gledate kao savršenog ili kao svec. Ich möchte nicht, dass ihr mich heute hier als einen heiligen oder vollkommenen Menschen anschaut. Ja se trudim da budem bolji. Ich bemühe mich, besser zu sein. Da budem svetiji. Dass ich heiliger werde. To je moja želja. Das ist mein Wunsch. Ta želja je duboko utisnuta u moje srce. Dieser Wunsch ist tief in mein Herz eingedrückt. Ja se sigurno nisam obratio preko noći ako vidim Gospa. Ich habe mich bestimmt nicht über Nacht bekehrt, nur weil ich die Gospa sehe. Ja znam da je moje obraćanje jedan proces. Ich weiß, dass meine Bekehrung ein Prozess ist. Jedan program za moj život. Ein Programm für mein Leben. Za koje se ja moram odlučiti. Für das ich mich entscheiden muss. U kojem moram ustrajati. Wo ich ausdauernd sein muss, u kojem se svaki dan moram mijenjati, wo ich mich jeden Tag ändern muss, svaki dan ostavljati grijeh i zlo, jeden Tag das Böse und die Sünde hinter sich lassen, otvarati se miru, sich dem Frieden öffnen, otvarati se Duhu Svetom, sich dem Heiligen Geist öffnen, prihvatiti u Kristovu riječ, Gottes Wort annehmen und in seinem Leben leben, Christus Wort annehmen und in seinem Leben leben. Ali jedno pitanje koje se uvijek postavlja u meni kroz ovo 30 godina. Aber eine Frage, die sich immer wieder wiederholt in meinem Leben. Pitanje je, majko, zašto baš ja? Die Frage ist, Mutter, warum ausgerechnet ich? Majko, zar nije bilo bolji nego ja? Mutter, gab's nicht bessere als mich? Ma majko, da li ću ja moći sve ono što ti budeš tražila od mene ispuniti i izvršiti, onako kako ti tražiš i želiš? Mutter, werde ich alles schaffen, auszuführen, das, was du willst, was du suchst, was du verlangst, werde ich es schaffen? Majko, da li si zadovoljna s menom? Mutter, bist du mit mir zufrieden? Nema dana da se to pitanje postavi u meni. Es gibt keinen Tag, dass ich mir diese Frage nicht stelle. Na jednom ukazanju, bei einer Erscheinung, kada sam bio s njom sam, wo ich mit ihr alleine war, pitao sa je, habe ich sie gefragt, Majko, zašto baš ja? Zašto si baš mene izabrao? Mutter, warum ausgerechnet ich? Warum hast du mich auserwählt? Ja se ovako kratko, slatko nasmija. Sie hat kurz und sehr süßlich gelacht. I kaže. Und sagt. Kaže, drago dijete, znaš, ja uvijek ne tražim najbolje. Liebes Kind, weißt du, ich suche nie die Besten. Jel vi mislite da sam ikad više postavio to pitanje? Glaubt ihr, dass ich jemals wieder diese Frage gestellt habe? Nisam nikada više postavio to pitanje. Ich habe nie wieder diese Frage gestellt. Eto, prije 30 godina Gospa me upisala u svoju školu. Vor 30 Jahren hat mich die Mutter Gottes in ihre Schule eingeschrieben. U školu mira. In die Schule des Friedens. U školu ljubavi. In die Schule der Liebe. U školu molitve. In die Schule des Gebets. Želim u ovoj školi biti dobar đak. Ich möchte in dieser Schule ein guter Schüler sein. Želim svaki dan tu bolje reći, trudim se da bude, da tu zadaću, domaću zadaću koju dobijem od Gospe svaki dan da je što bolje napravim. Ich bemühe mich, die täglichen Hausaufgaben, die ich bekomme, so gut wie möglich oder umso besser zu machen, wie es geht. Za mene i za moj život. Für mich und mein Leben. Za moju obitelj. Für meine Familie. Ovo je sigurno jedan veliki, veliki dar. Es ist sicherlich ein großes, großes Geschenk. Ali sigurno jest jedna velika odgovornost. Aber sicherlich auch eine große Verantwortung. Ja znam da mi je Bog puno dao. Ich weiß, Gott hat mir sehr viel gegeben. Ali znam da mene puno i traži. Ich weiß aber auch, dass von mir sehr viel ersucht. Ja sam potpuno svjestan odgovornosti koju nosim i s tom odgovornošću živim svaki dan. Ich bin mir vollkommen bewusst dieser Verantwortung und mit dieser Verantwortung lebe ich jeden Tag. Ali vjerujte mi, aber glaubt mir, nije lako i nijednostavno. Es ist nicht einfach und nicht leicht.
Biti sa Gospodom svaki dan. Mit der Gospa jeden Tag zu sein. Razgovarati s njom svaki dan. Mit ihr sich zu unterhalten jeden Tag. Biti s njom u tome svjetlu raja. Mit ihr zu sein in diesem Licht des Paradieses. Jer biti sa Gospodom uistinu biti, znači biti u svjetlu raja. Jedan dio raja dolazi s njom. Mit der Mutter Gottes zusammen zu sein heißt auch wirklich im Licht des Paradieses zu sein, im Licht des Paradieses zu leben mit ihr. Nije se lako i jednostavno iz toga susreta zajedno s njom ponovo vratiti u ovaj svijet i živjeti u ovom svijetu. Es ist auch nicht einfach nach dieser Begegnung zurück auf diese Welt zu kommen und in dieser Welt zu leben. Kada bi vi vidjeli Gospu samo jednu sekundu. Wenn ihr die Mutter Gottes nur eine Sekunde sehen würdet. Samo jednu sekundu. Nur eine Sekunde. Ja ne znam da li bi vaš život poslije te jedne sekunde na zemlji bio interesant. Ich weiß nicht, ob euer Leben nach dieser einen Sekunde noch interessant wäre. Meni je potrebno poslije svakog susreta zajedno sa Gospom, potrebno mi je nekoliko sati da se iz toga susreta vratim u ovaj svijet. Ich benötige nach jeder Begegnung mit der Gospa einige Stunden, dass ich wieder zurück auf diese Erde kehre, dass ich wieder hier Fuß fasse. Što je to najvažnije na što nas majka zove? Was ist das Allerwichtigste, auf was uns die Mutter einlädt? Koje su to poruke, najvažnije poruke koje su majka vodi kroz ove godine? Welche sind die wichtigsten Botschaften, die uns auf die und mit denen uns die Mutter Gottes aufruft? Ja bih posebno htio izdvojiti. Ich möchte besonders ovi osam poruka, osam kamenčića koje su najvažnije. Ich möchte diese acht Botschaften mal hier nennen, diese acht Steinchen, über die uns die Mutter Gottes führt, möchte ich nennen. Mir. Frieden. Obraćenje. Bekehrung, Umkehr. Molitva srce. Gebet mit dem Herzen. Post i pokora. Fasten und Buße. Čvrsta vjera. Starker, fester Glaube. Ljubav. Liebe. Opraštanje. Vergebung. Euharistija. Euharistie. Ispovjed. Die heilige Beichte. I poruka nade. Und die Botschaft der Hoffnung. Ovo su centralne, najvažnije poruke kroz koje nas majka vodi. Das sind die zentralen Botschaften, die wichtigsten, über die uns die Mutter Gottes führt. Kroz ove poruke nas Gospa vodi, svaku od tih poruka nam Gospa kroz ove godine pojednostavljuje na pojednostavljuje nam te poruke da i mi bolje razumijemo i bolje živimo. Durch diese Botschaften führt uns die Mutter und sie tut sie immer wieder vereinfachen, indem sie uns immer wieder aufruft und erklärt. Kao što sam već rekao na početku, so wie ich am Anfang gesagt habe, majka dolazi i predstavlja se kao kraljica mira. Die Mutter kommt als oder sie stellt sich vor als Königin des Friedens. Ona dolazi od kralja mira. Sie kommt vom König des Friedens. Tko može bolje znati nego majka koliko je današnji mir danas potreba danas u umornom svijetu čovečanstva? Wer kann es besser wissen als die Mutter, wie sehr der Frieden dieser Menschheit, dieser müden Menschheit, wie sehr die müde Menschheit den Frieden nötig hat? Koliko je današnji mir danas potreba umornim obiteljima? Wie viel Frieden braucht die heutige Familie? Die müde heutige Familie. Koliko današnji mi danas potrebno umornim mladima? Wie viel Frieden brauchen die müden, erschöpften Jugendlichen? Koliko današnji mi danas potrebno umornoj crkvi? Wie viel Frieden braucht die heutige Kirche, die müde Kirche? Majka dolazi kao majka crkve. Die Mutter kommt als Mutter der Kirche. Želi nam pomoći. Sie möchte uns helfen. I kaže. Und sagt. Draga djeco. Liebe Kinder. Ako vi budete jaki. Wenn ihr stark seid. I crkva će biti jaka. Und die Kirche wird stark sein. Ako vi budete slabi. Wenn ihr schwach seid. I crkva će biti slabi. Und die Kirche wird schwach sein. Vi ste živa moja crkva. Ihr seid meine lebendige Kirche. Vi ste moja pluća crkve. Ihr seid meine Lunge der Kirche. Majka dolazi k nama. Die Mutter kommt zu uns. Ona želi nam ukazati na ono što nije dobro. Sie möchte uns das zeigen, auf das weisen, was nicht gut ist. Ona nas želi probuditi u vjeri. Sie möchte uns aufwecken im Glauben. Ona nas želi probuditi u molitvi. Sie möchte uns aufwecken im Gebet. Ona dolazi k nama
Jedna želi ohrabriti. Sie kommt zu uns, sie will uns ermutigen. Ona nas želi utješiti. Sie möchte uns trösten. Ona dolazi k nama. Sie kommt zu uns. Donosi jedan božanski lijek. Sie bringt uns göttliche Medizin. Lijek nama i našim bolima. Medizin uns und unseren Wehen. Ona želi liječiti naše boli. Sie möchte unsere Krankheiten heilen. Ona želi previjati naše rane. Sie möchte unsere Wunden heilen. S toliko ljubavi. Mit so viel Liebe. S toliko nježnosti. Mit so viel Zärtlichkeit. Majčinske topline. Mit mutterlicher Wärme. Mütterlicher Wärme. Ona nas želi voditi. Sie möchte uns führen. Putem mira. Dem Weg des Friedens. Ona nas želi voditi ka svome sinu. Sie möchte uns zu ihrem Sohn führen. A samo njezinu sinu jest naš jedini i pravi mir. Nur in ihrem Sohn ist unser einziger und wahrer Friede. Kaže Gospa. Die Mutter Gottes sagt. Kaže draga djeco. Liebe Kinder. Danas više nego ikada. Heute mehr als je zuvor. Današnji svijet i čovječanstvo prolazi kroz svoje teške i velike krize. Die heutige Welt und die Menschheit durchlebt und durchläuft ihre größten Krisen. A najveća kriza, draga djeco, je kriza vjere u Boga. Die größte Krise, liebe Kinder, ist die Krise der Glaube an Gott. Zato što su dajli od Boga. Weil wir haben uns entfernt von Gott. Ihr habt euch von Gott entfernt. Udalji se od molitve. Entfernt vom Gebet. Draga djeco, liebe Kinder, današnji svijet i čovječanstvo je se uputilo u budućnost bez Boga. Die heutige Welt und die Menschheit hat sich auf den Weg gemacht ohne Gott. Draga djeco, liebe Kinder, ne može vam današnji svijet dati mir. Nein, die heutige Welt kann euch keinen Frieden geben. Ne može vam današnji političar dati mir. Die heutigen Politiker können euch keinen Frieden geben. U taj mir koji vam svijet daje. Diesen Frieden, die euch die Welt gibt. U taj mir će se brzo razočarati. Dieser Frieden wird euch schnell enttäuschen. Mir je samo u Bogu. Frieden ist nur in Gott. Zato se odlučite za mir. Deswegen entscheidet euch für den Frieden. Radi vašeg dobra. Wegen eures Gutens, wegen eures Lebens. Draga djeco, liebe Kinder. Ma ne možemo danas je draga djeco ponestalo moliti u vašim obiteljima. Heute ist das Gebet in euren Familien verschwunden. U obiteljima je ponestalo vremena jedin za drugi. Es gibt keine Zeit in euren Familien, die einen für die anderen und die anderen für die einen. Roditelji više nemaju vremena za djecu, djeca za roditelje. Die Eltern haben keine Zeit mehr für die Kinder und die Kinder haben keine Zeit mehr für die Eltern. Otac više nema vremena za majku, majka za oca. Der Vater hat keine Zeit für die Mutter und die Mutter hat keine Zeit für den Vater. Ljubav je iščezla iz obitelji. Die Liebe ist aus den Familien gegangen. Nema više vjernosti u braku. Es gibt keine Treue mehr in den Ehen. Događa se raspad obitelji. Es passiert der Zerfall der Familien. Događa se raspad morala. Es herrscht Zerfall der Moral. Toliko slomljeni, umorni obitelji. So viele gebrochene und müde Familien. A majka zove. Und die Mutter ruft. Aber die Mutter ruft. Draga djeco. Liebe Kinder. Vratite molitu vaše obitelji. Bringt das Gebet zurück in eure Familien. Neka svaka vaša obitelj bude jedna crkva, jedna kapelica u kojoj se moli. Jede eure Familien soll ein Kirchlein, eine Kapelle sein, in der man betet. Obitelj mora danas biti jedna crkva u malom. Die Familie muss heute eine Kirche im Kleinen sein. To su riječi majke. Das sind die Worte der Mutter. Obitelj se danas mora odlučiti za Boga i Boga staviti u našem obitelju na prvo mjesto. Die Familie muss sich heute für Gott entscheiden und Gott an erste Stelle tun. I zajedno s njim poći u budućnost. Und mit Gott zusammen in die Zukunft losgehen. Tada ćemo biti zaštićeni, tada ćemo biti sigurni. Dann werden wir geschützt sein und dann werden wir sicher sein. Majka dolazi k nama. Die Mutter kommt zu uns. Ona nas želi izvesti iz ovoga mraka. Sie möchte uns aus dieser Dunkelheit rausführen. Pokazat nam put svjetla i put nade. Sie möchte uns den Weg des Lichtes und den Weg der Hoffnung zeigen.
Zato Gospa kaže, deswegen sagt die Mutter Gottes, draga djeco, liebe Kinder, ako nema mira u čovjeku u srcu, wenn es keinen Frieden im Herzen des Menschen gibt, ako nema mira čovjek sa samim sobom, wenn der Mensch keinen Frieden mit sich selber hat, ako nema mira u obitelji, wenn es keinen Frieden in der Familie gibt, ne, draga djeco, ne može biti mira u svijetu. Es kann kein Frieden in der Welt herrschen. Vi imate vaše obitelji. Ihr habt eure Familien, vašu djecu, eure Kinder. Pa vi sami znate da iz svoga iskustva. Ihr wisst selber aus eurer eigenen Erfahrung, pa ako jednom vašem djetetu nema mira, wenn in einem eurer Kinder kein Frieden ist, je pošao lošim putem, oder er ist, irgendeins eurer Kinder ist auf dem schlechten Weg gekommen, da cijela obitelj nema mira, dass die ganze Familie keinen Frieden hat. Cijela obitelj misli kako pomoći, kako ga vratiti. Die ganze Familie denkt dann, wie können wir ihn helfen, wie können wir ihn zurückbringen. Vidite koliko je današnji mir važan. Da schaut, wie wichtig der Frieden heute ist. Zato Gospa kaže, deswegen sagt die Gospa, draga djeco, liebe Kinder, ne, nemojte govoriti o miru. Sprecht nicht, redet nicht über den Frieden. Nego, prosimte, živite mir. Lebt den Frieden. Ne, nemojte govoriti o molitvi. Sprecht nicht, redet nicht über das Gebet. Nego, prosimte, živite molitvu. Sondern fängt an, das Gebet zu leben. Draga djeco, liebe Kinder, samo povratko mira i molite u vaše obitelji može duhovno ozdraviti vaše obitelji. Nur mit der Rückkehr des Gebets kann eure Familie heilen. Danas, heute, više roditelji nisu model svoje djeci. Die Eltern sind heute kein Modell mehr gegenüber ihren Kindern. Kein zato, Beispiel. Zato Gospa zove. Deswegen ruft die Mutter auf. Sie ruft zum Gebet auf. Majka dolazi, majka kaže jednoj poruci, kaže, draga djeca, ovo današnji svijet je duhovno bolestan. Die Mutter sagt in einer Botschaft, liebe Kinder, diese heutige Welt ist geistig krank. Dolazi k nama i liječi nas. Sie kommt zu uns und will uns heilen und heilt uns. Želi nam dobro. Sie wünscht uns Gutes. Mi u ovom vremenu u kojem mi živimo, in der Zeit, wo wir heute leben, često puta čujemo, oft hören wir riječi, die Worte, recesija, Rezession. Svijet je u recesiji, die Welt ist in einer Rezession, u ekonomskoj recesiji, in einer wirtschaftlichen Rezession. Pa nije današnji svijet u ekonomskoj recesiji. Die heutige Welt ist nicht in der wirtschaftlichen Rezession. Današnji svijet čovečanstva je duhovno recesiji. Die heutige Welt und die Menschheit ist in einer geistigen, seelischen Rezession. Majka dolazi k nama. Die Mutter kommt zu uns. Ona želi podignuti ovo grešno čovečanstvo. Sie möchte die sündige Menschheit erheben. Ona je majka koja je zabrinuta za naše spasenje. Das ist die Mutter, die besorgt ist um unsere Rettung. I kaže, und sagt, draga djeco, liebe Kinder, ja sam s vama. Ich bin mit euch. Ja dolazim k vama jer vam želim pomoći da mir dođe. Ich komme zu euch, weil ich möchte, dass Frieden herrscht. Ali, draga djeco, ja vas trebam. Aber liebe Kinder, ich brauche euch. Ja s vama mogu ostvariti mir. Ich kann mit euch den Frieden erreichen. Zato se, draga djeco, odlučite dobro. Deswegen, liebe Kinder, entscheidet euch fürs Gute, Gutes. A bori se proti zla. Und kämpft gegen das Böse. Proti grijeha. Gegen die Sünde. Majka govori jednostavno. Die Mutter spricht einfach. Ona toliko puta ponavlja. Sie tut so oft wiederholen. Ona se nikad ne umara. Sie wird nie müde. Kao i vi, majke, danas ovde prisutne. So wie ihr hier anwesenden Mütter. Koliko ste puta svoje djece rekli? Wie oft habt ihr zu euren Kindern gesagt? Budite dobri. Seid brav. Učite. Lernt. Radite. Schafft. Slušajte. Hör zu. Nemojte učiniti, to nije dobro. Macht nicht das, es ist nicht gut. Tisuće i tisuće puta to ste rekli svojoj djeci. Tausende und tausende mal habt ihr das zu euren Kindern gesagt. Ja se nadam da se još niste umorili. Ich hoffe, ihr seid noch nicht müde. Da li koja majka danas ovde može reći, ja sam sretna, samo sam jedan put ponovila svom djetetu jedan put jednu stvar i više nikad nisam ponovila. Gibt's eine Mutter, die hier irgendwann mal nur einmal was zu ihrem Kind gesagt hat und von sich behaupten kann, ich habe es dann nie wieder wiederholt, es wurde gemacht.
Teško je naći majku danas. Schwer ist es, so eine Mutter zu finden, koja samo jedan put ponovi. Die nur einmal was sagt. Jer svaka majka mora ponavljati. Jede Mutter muss wiederholen. Majka ponavlja da djeca ne zaborave. Die Mutter wiederholt, damit die Kinder nicht vergessen. Tako i Gospa nama. So auch die Gospa zu uns. Nije došla da nas je strah. Sie ist nicht gekommen, dass sie uns Angst bringt. Da nas kritizira. Dass sie uns kritisiert. Da nam govori o kraju svijeta. Dass sie uns vom Ende der Welt spricht. Da nam govori o drugom dolasku Isusa. Dass sie uns vom zweiten Kommen Jesus erzählt. Ne. Nein. Gospa dolazi kao majka nade. Sie kommt, die Gospa kommt als Mutter der Hoffnung. Ona želi nadu donijeti u obitelj. Sie möchte die Hoffnung in die Familien bringen. Na poseban način. Auf besondere Weise. Gospa nas zove na mjesečnu ispovijed. Ruft die Mutter Gottes uns auf die monatliche Beichte. Na klanje pred križem, pred sakramentom. Zur Anbetung vom Kreuz und vom Allerheiligsten Sakrament. Posebno poziva svećenike da svojim župama organiziraju i stvaraju klanje pred presvetljem. Vor allem ruft sie die Priester auf, dass sie in ihren Gemeinden und Pfarren organisieren die Anbetung vom Allerheiligsten. Gospa nas na poseban način zove na molitvu krunice u našim obiteljima. Sie ruft uns auf besondere Art und Weise zum Rosenkranzgebet in unseren Familien. Na čitanje svetoga pisma u našim obiteljima. Zum Lesen der Heiligen Schrift, der Bibel in unseren Familien. Kaže u jednoj poruci. Sie sagt in einer Botschaft. Draga djeco. Liebe Kinder. Neka Biblija bude svakoj vašoj obitelji vidljivo mjesto. Die Bibel soll in euren Familien auf einer sichtbaren Stelle, auf einem sichtbaren Platz sein. Čitajte sveto pismo. Lest die Heilige Schrift. Da se čitajući sveto pismo Isus ponovo rodi vašim srcima, vašim obiteljima. Dass sich Jesus von neuem gebärt in euren Familien und in euren Herzen. Opraštajte drugima. Vergebt den anderen. Ljubite druge. Liebt die anderen. Jedna sigurno od najvažnijih poruka, ja bih rekao, na koje nas najviše Gospa kroz ove godine zove, jest molitva srca. Sicherlich einer der wichtigsten oder die wichtigste Botschaft dieser Jahre, der letzten Jahre, ist die Botschaft mit dem Gebet des Herzens, mit dem Herzen beten. Toliko je puta Gospa ponovila riječi. So oft hat die Mutter Gottes diese Worte wiederholt. Molite, 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 draga djeca. Betet, 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 liebe Kinder. Ne moliti usnama. Nicht mit den Lippen beten. Ne moliti mehanizmu. Nicht mechanisch beten. Ne moliti iz tradicije. Nicht aus Tradition beten. Ne moliti pa gledati na sat kada ćemo što prije završiti. Ja, nicht einfach nur beten und auf die Uhr schauen, wann ist das Gebet vorbei. Gospa želi da se mi odlučimo za molitvu. Die Mutter Gottes wünscht sich, dass wir uns für das Gebet entscheiden. Da odvojimo vrijeme za molitvu. Dass wir uns die Zeit zum Gebet nehmen. Da odvojimo vrijeme za Boga. Dass wir uns die Zeit für Gott nehmen. Jer moliti srcem, na što nas majka zove, prije svega znači moliti iz ljubavi i sa ljubavi. Beten mit den Herzen heißt als allererstes beten mit Herz und aus dem Herzen. Molti cijelim svojim bićem. Mit Liebe, aus Liebe. Beten, also mit Liebe und aus Liebe beten, mit seinem ganzen Körper, mit seinem ganzen Wesen beten. Da naša molita bude susret sa Isusom. Dass unser Gebet eine Begegnung mit Jesus wird. Razgovor sa Isusom. Ein Dialog mit Jesus. Odmor zajedno s njim. Odmor. Da iz molitve srcem koju molimo, da iste molitve izađu ispunjene mirom i radošću. Dass wir durch dieses Gebet, wenn wir rauskommen aus diesem Gebet, dass wir erfüllt sind mit Freude und Frieden. Kaže Gospa, draga djeco, neka vam molitva bude radost. Die Mutter Gottes sagt in einer Botschaft, Gebet soll euch Freude sein. Draga djeco, tko moli, ne treba se bojati budućnosti. Liebe Kinder, wer betet, der braucht keine Angst vor der Zukunft haben. Gospina želja jeste da molimo svaki dan 3 sata. Der Wunsch der Mutter Gottes ist, dass wir jeden Tag 3 Stunden beten. Nicht 3 Stunden auf einmal. Nicht 3 Stunden nur Gebet. Rosenkranz. Da ist die Heilige Messe. Das Lesen der Heiligen Bibel. Das Gebet des Rosenkranzes. Familiengebet. Das Gebet in der Familie. Anbetung vom Allerheiligsten. Obiteljski razgovori.
familiäres Gespräch, činiti dobro, Gutes tun, pomagati drugima, anderen helfen. To Gospa želi. Das wünscht sich die Gospa. I to je sve molitva, na das ist alles Gebet, auf was sie, zu dem sie uns aufruft. Ja se sjećam jedne hodočasnice. Ich erinnere mich an eine Pilgerin. Prije nekoliko godina dolazi u Međugorje. Vor ein paar Jahren kam sie nach Međugorje. I negdje je čula da Gospa traži 3 sata molitve. Und irgendwo hat sie gehört, die Mutter Gottes sucht 3 Stunden Gebet täglich. I dolazi k meni, kaže mi. Und kommt zu mir und sagt, ja ne mogu vjerovati da može Gospa tražiti 3 sata molitve. Ich kann nicht glauben, dass die Mutter Gottes 3 Stunden Gebet täglich verlangt. Kako može Gospa tražiti 3 sata molitve? Wie kann die Gospa das verlangen, dass sie 3 Stunden tägliches Gebet ersucht? Malo sam sjedio s njom, želio sam objasniti, približiti. Ich habe mich ein bisschen mit ihr zusammengesetzt und habe sie versucht zu erklären, ein bisschen näher zu bringen. Ali jako teško razumjela. Als sie hat es sehr schwer verstanden. Ali odlazi kući. Und geht nach Hause. I godinu dana poslije dolazi opet u Međugorje. Und ein Jahr später kommt sie wieder nach Međugorje. I dolazi k meni. Und kommt zu mir. I pita me. Und fragt mich. Da li Gospa još traži 3 sata molitve? Verlangt die Mutter Gottes, ersucht sie noch diese 3 Stunden Gebet täglich. Nein, mehr, sie sind ein bisschen zu spät, gute Frau. Sie sucht nicht mehr 3 Stunden. Sie verlangt jetzt 24 Stunden. Ali. Znate šta ta hodočasnica kaže? Aber wisst ihr was, wissen Sie was diese Pilgerin dann zu mir gesagt hat? Kaže, dobro, ja budem ostala na 3. Okay, ich bleib dann bei diesen 3 Stunden. Šta sam htio s ovim reći? Was möchte ich damit sagen? Vidite kako su mi ponekad sebični u molitvi. Schaut, wie wir eigensinnig manchmal im Gebet sind. Ne traži Gospa od nas onoliko koliko mi ne bi mogli prihvatiti. Sie verlangt nicht von uns, wie viel wir nicht annehmen könnten. Sondern sie gibt uns so viel, wie viel wir auch annehmen können. Die Gospa sagt, liebe Kinder, wenn ihr in die Schule des Gebets gehen wollt, in der Schule des Gebets gibt es kein Wochenende, gibt es keinen Urlaub. Jeden Tag in die Schule des Gebetes zu gehen, ist, liebe Kinder, wenn ihr besser beten wollt, liebe Kinder, dann müsst ihr auch mehr beten, liebe Kinder. Mehr beten ist persönliche Entscheidung. Besser beten, das ist eine Gnade. Das ist eine Gnade, denen gegeben, die mehr beten. Wir sagen heutzutage oft, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit fürs Gebet. Ich habe keine Zeit für die Kinder. Und oft sagen wir, wir arbeiten viel. Wir sind besetzt. Wir kommen nach Hause müde. Wir müssen kochen. Wir müssen putzen. Wir müssen Fernsehen schauen. Wir müssen einkaufen gehen. Wir haben keine Zeit. Aber die Mutter Gottes sagt, liebe Kinder, die Zeit ist nicht das Problem. Es ist nicht das Problem, die Stunden und die Tage. Das Problem ist die Liebe. Liebe Kinder, wenn jemand was liebt und wenn er es mag, dann hat er immer Zeit für das. Und wenn der Mensch irgendetwas nicht liebt oder nicht mag, dann wird er nie dafür Zeit finden oder dafür Zeit haben. Deswegen ruft die Mutter Gottes so viel zum Gebet auf. Deswegen versucht uns die Mutter Gottes über die letzten Jahre oder die vielen Jahre aufzuwecken aus diesem geistigen Sterben, aus diesem geistigen Koma, versucht sie uns zu erwecken. Ich werde auch heute Abend bei der Begegnung mit der Mutter Gottes, wo ihr auch anwesend
sein werdet. Ich werde für euch alle fürbitten, für eure Nöte, für eure Familien, alles, was ihr in eurem Herzen tragt. Die Gospa sehe ich so wie euch jetzt. Ich spreche mit ihr so, wie ich mich jetzt hier mit euch unterhalte. Also ich werde keinen Fehler machen, wenn ich sage, ich bin mehr mit ihr zusammen als jetzt mit euch. Die Schönheit der Mutter Gottes mit den Worten zu beschreiben, es ist sehr schwer. Sie hat ein graues Kleid, einen weißen Schleier, blaue Augen, rötliche Wangen, schwarze Haare. Sie schwebt auf einer Wolke und ein Kranz aus Kronen, aus Sternen. Die Schönheit und das Aussehen der Gospa zu beschreiben, es ist sehr schwer. Ich knie jeden Tag vor ihr. Ich bin beeindruckt. Ich bin einfach hin und weg von ihrer Schönheit. Und einmal haben wir sie gefragt, Mutter, warum bist du so schön? Und sie sagt, liebe Kinder, ich bin schön, weil ich liebe. Und liebt ihr. Und ihr werdet auch schön sein. Ich hoffe, dass wir dem Ruf der Mutter Gottes folgen werden, dass wir ihre Botschaften annehmen werden. Und wir werden mit ihr eine neue und bessere Welt schaffen. Eine Welt, die würdig der Kinder Gottes ist. Ich hoffe, dass wir hier einen guten Samen gepflanzt haben. Ich hoffe, dass dieser Samen auf fruchtbaren Boden gefallen ist und dass es hundertfache Frucht bringen wird. Diese Zeit, in der wir leben, ist eine Zeit der Verantwortung. Deswegen sollten wir verantwortungsvoll das annehmen, auf was uns die Mutter Gottes aufruft. Entscheiden wir uns für den Frieden. Beten wir zusammen mit der Königin des Friedens für den Frieden in der Welt. Jesus tut so oft die Worte im Evangelium wiederholen. Habt keine Angst. Die Gospa tut uns so oft diese Worte auch wiederholen. Habt keine Angst, meine lieben Kinder. Deswegen entscheiden wir uns heute. Entscheiden wir uns für Gott. Nur in Gott ist unser einziger und wahrer Frieden. Liebe Freunde, so soll es sein. Danke. Danke.